Willkommen auf Rosig Nord, willkommen von der Baureihe 187 der Wiener Lokalbahnen. Und zwar fahren wir einen Stahlzug hier und gucken uns dabei nebenbei das Update für die Strecke Rosig Nord an, die es jetzt vor kurzem gab, und sprechen darüber im Laufe der Fahrt. Aber machen wir erstmal den Zug abfahrbereit. Welcher Stromabnehmer ist oben? Der hintere, das ist schlecht, denn wir fahren einen beladenen Stahlzug. Ja, wobei, das Ganze ist ja hier abgeschlossen, ne? Aber ich glaube, es ist trotzdem sinnvoll, den anderen Stromabnehmer zu nutzen. Also senken wir mal den Stromabnehmer. An dem Moment erstmal den Hauptschalter vielleicht raus. Geht nicht. Müssen wir dafür den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung? Achso, wir müssen erstmal den Führerstand aktivieren. Das wäre natürlich schlau. So. Jetzt ziehen wir mal hier die Bremse an. Hauptschalter. Jawohl. So, dann gehen wir einmal nach hinten. Und hier aktivieren wir uns dann. Ich dachte ganz kurz, dass wir irgendwie schon rollen. Die SIFA lasse ich aus. Wobei, können auch eigentlich anmachen. PZB an. LZB ist, funktioniert eh nicht. Beziehungsweise ist auf der Strecke nicht verbaut. Deshalb können wir die auch anmachen, weil die LZB ja verbuggt ist auf der Lok. Okay. Einmal hier Signalleuchten auf Auto, Federspeicherbremse ist schon gelöst. Dann setzen wir uns wieder hin. Ist hier das Licht? Ja, das Licht ist an. Na gut, lassen wir es einmal ganz kurz an. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier ins Menü. Untere Zugart ist in Ordnung. Stromabnehmerwahl. Müsste ein Stromabnehmer 1 sein. SA1. Zugart O ist okay. Spitzensignale. So, einmal vorne, dreimal weiß. Einmal vorne, dreimal weiß. Guter Satz. So, und jetzt einmal den Stromabnehmer heben. Ne, das war der. Achso, ne, Moment, gar nicht. Ich wollte eben nicht SA1 haben, sondern SA2 wäre der richtige Stromabnehmer. My bad. So, Stromabnehmer ist wieder unten. So, einmal bestätigen. Und dann 15 kV. Haben wir Hauptschalter schließen. Genau, und das passt soweit. Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung. Bremse lösen. Und auf geht's. So, wir dürfen ausfahren mit 105, 110. Aha. Dann können wir uns befreien. Zug über Einflussung. Thank you.
okay, genug Screenshots gemacht, bisschen Leistung hoch und auf die Strecke konzentrieren. Hunderte von entfahren, unsere heutige V-Max sind auch 100 km/h, begrenzt durch die untere Zugart, an der wir unterwegs sind. Also auch 100. Sie fahren. Ein Update oder eine Veränderung, die durch das Update zustande gekommen ist, sehen wir hier. Das ist nämlich der Himmel. Jetzt haben wir nämlich auch endlich auf Rosig Nord den TSW 2 Himmel. Nicht mehr diese mit Wasserfarben gemalt aussehenden Wolken, die es ja noch im TSW 2020 gab. Sicher. Und das macht schon einen ordentlichen Unterschied für die Optik, ne? So, 100 sind gleich erreicht. AFB lassen wir aus, weil die AFB auch ziemlich verbuggt ist. Tun wir einfach so, als hätten wir eine AFB-Störung. Vor ein paar Tagen ist erst übrigens in Realität hier an dieser Strecke, ich glaube in Finnentrop, ein Holzverarbeitungsbetrieb in Brand gesetzt worden, beziehungsweise hat gebrannt. Ich habe allerdings nicht mehr weiterverfolgt, was die Ursache des Brandes war, ehrlicherweise. Aber anscheinend hat es da irgendwie zum dritten Mal innerhalb von 3 Jahren gebrannt. Also, naja. Also wir müssen dann in 30 Kilometer Luftlinie in Letmathe halten. Oder heißt es Letmathe? Ja, das ist ja das Interessante, dass E in Kombination mit dem TH suggeriert, dass es lang ausgesprochen wird, also Let. Genau das gleiche in Mathe. So, das. Zugbeeinflussung. Einmal ordentlich runter. Los. Brems runter. Sicher. Wir sind schneller runter von 50. Gut, das war ein bisschen arg stark runtergebremst. So, jetzt sind die Bremsen gelöst. Und dann dürfen wir jetzt auf die 70 hoch beschleunigen. Genau, ne, also Letmathe. Das heißt aber interessanterweise Mathe wie in Mathematik. Wird da gleich genauso geschrieben, aber dann anders ausgesprochen. Also Sprache ist manchmal äußerst verwirrend. Und folgt nicht immer logischen Regeln.
So, ab hier vorne dann 100. Natürlich erst, wenn unser ganzer Zug dran vorbei ist an der Tafel. In 1,8 Kilometern darf auch wieder nur 80 gefahren werden, also lohnt es sich gar nicht zu beschleunigen. Vermutlich müssen wir sogar noch mal bremsen aufgrund einer PZB-Beeinflussung der 1000 Hertz magnetischen Art. Da ist schon die Ankündigungstafel. Ich nehme schon mal voll die E-Bremse rein. Okay, gut. Keine Beeinflussung, weil wir schon unter der Geschwindigkeit waren. So, einmal auf Null stellen. Das ist das Gute, wenn wir die E-Bremse nutzen, ne? die löst auch praktisch direkt, die greift auch sofort. Also ist durchaus vorteilhaft. Ja, was wir übrigens auch als Neuerung haben. Die Kästen an der Seite. Da kann man jetzt auch den Fahrdienstleiter mit anrufen. Das ist schon ganz cool. Dann, ja, was gibt es noch? Nämlich die Bahnübergänge. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier irgendwann in der Nähe ist. Hier haben wir ein Vorsignal. Die Bahnübergänge sind nämlich jetzt komplett animiert. Ah, okay, hier kommt ein Bahnhof. Ich glaube, wir haben erstmal keine Bahnübergänge. Na, wenn wir an einem Bahnübergang vorbeikommen, dann steigen wir nochmal aus und gucken uns das dann an, wie die Schranken schließen bzw. öffnen. Ab hier dann 110, für uns natürlich weiterhin 100. So, dann einmal beschleunigen. Sicher. Sicher.
So, dann einmal hoch auf die 100. Irgendwas wurde auch hier am Untergrund gemacht. An den Gleisschwellen tatsächlich. Ich weiß noch nicht genau, was. Also in dem Patch Note steht: Updated Ballast with White Concrete Sleepers. Also es geht hier um diese weißen Gleise. Oh, wie steigen immer aus, weil hier ein Bahnübergang ist. Müsste gleich hoffentlich aufgehen. Na, ich hoffe jetzt nicht, dass von der anderen Seite ein Zug kommt. Okay. Ah, war natürlich klar. Wir gucken uns das beim nächsten Bahnübergang an. Dann kam jetzt echt ein Zug aus der anderen Seite. Toll. Ja, auch auf der Konsole haben wir jetzt an den ganzen Bahnsteigen die Fahrgastinformationssysteme mit aktiviert. Gab es vorher nur ein bisschen Mod. Hier fehlt jetzt interessanterweise der Sound, ne? Der andere Bahnübergang hatte Sound und der hat jetzt plötzlich keinen. Und kommt jetzt schon wieder ein Zug aus der Richtung. Komisch. Aber gut, dann ist das so. So, wir müssen, glaube ich, jetzt ordentlich bremsen. Nee, noch gar nicht so ordentlich. Aber in 3 Kilometern sind 70 angeschrieben. Das heißt also, wir können jetzt schon mal mit dem Bremsen anfangen, mit der E-Bremse, dann mit etwas Glück haben wir dann keine Beeinflussung später. Sicher. Ja, was auch mit dazugekommen ist, ist der Autoverkehr an den Seitenstraßen hier neben den Gleisen. Also ist das Ganze jetzt ein bisschen belebter. Hier links das Kraftwerk, oder? Ist auch hier, ne? Abstellgleis. Ah, verdammt. Okay, einmal runter auf unter 55. Sicher.
So, befreien wir uns und gehen hoch auf die 70. Und ab hier sogar 90. Sehr gut. Ja, was wurde auch noch verändert? Im Dosto-Steuerwagen, der mit dieser Strecke mitgeliefert wird, kann man jetzt unter anderem den Fahrdienstleiter direkt über das Telefon praktisch anrufen. Es gab einen Fix bezüglich der Scheibenwischer. Dann wurde der Bug rausgefixt, wo bei den Dostos mit dem etwas gedämpften blauen Licht, dass dieses Licht durch die Decke scheint. Der Fehler ist jetzt weg. Ein paar Übersetzungsverbesserungen. Bei der 143 wurden da ein paar Dinge verbessert. Allerdings nur so Kleinigkeiten. Und unter anderem ist da jetzt auch ein Fahrgastinformationssystem mit drin. Bei der 182 gab es kleinere Fixes. Die bei der Baureihe 363, bei der V60, kann man jetzt auch seine Repaints mit anwählen. Das ging vorher, glaube ich, nicht. Und die Rush-Hour-Passagiere sind jetzt mit dabei, also deutlich vollere Bahnsteige und das Ganze mit Fahrgästen, die ein wenig mehr Variation bzw. Variabilität aufzeigen. So, hier hinterm Tunnel ist das Kraftwerk Mark Elverlingsen. Da haben wir schon mal Kohle hingeliefert in einem Szenario mit der Baureihe 185. Und zwar gibt es hier rechts dann gleich den Gleisanschluss, nämlich hier. Dann haben wir den Zug tatsächlich hier reingefahren. Also wirklich wahnsinnig gutes Szenario. War natürlich von dem Szenariobauer schlechthin. Ihr kennt ihn. So. Das ist übrigens auch noch ein ganz, ganz tolles Szenario in der Mache. Es wird magisch. Mehr kann ich dazu noch gerade nicht verraten. Oder will ich nicht verraten. Ich kann schon. Aber man soll ja ein kleines bisschen was an Überraschungen offen lassen. Mit etwas Glück ist das auch schon das nächste Video, das kommen wird. Und die Zugstoßtafeln sind dann noch mit dran. Sehr gut. Oh, wir sind schon wieder zu schnell. Was ich lichttechnisch in diesem Tunnel etwas schade finde, ist, also normalerweise würden halt die einzelnen Lichtkegel hier den Führerstand immer wieder stellenweise erhellen.
was ja auch hier so ein bisschen angedeutet ist. Aber ja, bei den neueren Strecken sieht das dann deutlich schöner aus. Also da sieht man richtig die Lichtkegel, wie sie in den Führerstand immer ganz kurz hineinleuchten und dann wieder weg. So, jetzt gleich hier hinter dieser Rechtskurve müsste die 70er Ankündigung kommen. Sicher. Also. Zugbeeinflussung. Jawohl, keine 1000 Zugbeeinflussung. Hertz Beeinflussung. Das ist sehr gut. So, jetzt fahren wir durch Altena durch. Oder Altena, weiß ich es auch nicht so genau, wie man es ausspricht. Hier wurde vor wenigen Tagen, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein neues was weiß ich nicht so genau, Stellwerk in Betrieb genommen. Und das soll insgesamt die ganze Bahninfrastruktur hier verbessern. Achso, das Repaint übrigens, bin ich mir nicht zu 100% sicher, wo ich es genau her habe. Aber ich versuche es herauszufinden und wenn ich es herausgefunden habe, dann ist der Link auf jeden Fall in der Videobeschreibung. So, ab hier gelten 80. Beschleunigen wir es. So, lieber Bahnübergang, mach was, beweg dich. Auch nicht, ne?
Der könnte sich aber bewegen, weil der sogar Sound hat. Dem würde ich zutrauen. Komm schon. Vielleicht wurden auch. Ah, okay, vielleicht liegt es an dem Zug, der jetzt auch noch hier kommt. Ich glaube, wir haben halt einfach immer ziemlich schlechte Momente abgepasst. Ab hier dürfen wir dann 100 fahren. Gar nicht. An 2 Kilometern müssen wir auf 40 runter. Da vorne ist schon langsam Fahrt zu erwarten. Also einmal voll rein mit der E-Bremse. Und Zugbremse hinterher. Zugbeeinflussung. Ich würde sagen, wir können jetzt erstmal mit 50 weiterfahren. Und da vorne das Vorsignal sagt, dass wir halt zu erwarten haben. Das war der Vorsignal-Wiederholer. Und jetzt das Vorsignal. Zugbeeinflussung. So, auf der Weiche gilt 40. Und noch ein nach links rüber. Und
und davon müssen wir dann halten. Eieiei, wir müssen mal sehr, sehr nah am Signal halten. Sicher. Okay, und bremsen. Okay, und was willst du jetzt? Aha, da hinten sollen wir noch ankuppeln. Das Signal ist aber rot. Auf Signal wechseln warten. Ah, schaut an, wir haben Ersatzsignal. So, das Ganze mit PZB-Befehl. Zugbeeinflussung. 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 Keine Ahnung, ob es geklappt hat, aber wir sind dran vorbei. Aber mit der Lok alleine könnte man auch direkt ein Rennen fahren, ne? So eine Beschleunigung. Sie fahren. Er hätte sogar die Zugart wechseln können. Ist ja aber auch egal. Da vorne sind ja schon unsere Wagen. Das war ein bisschen hart. So, sehr gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles Liebe, alles Gute.